Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Horizon Forbidden West. So, dann fangen wir direkt an. Neues Spiel, auch auf normal, warum nicht? Unterstützung, geführt oder entdecken? Ich würde sagen entdecken, dann werden auch die Thumbnails besser, wenn nicht überall die UI drüber hängt. Bei einzelnen Questfortschritten, ich kann direkt fortfahren, muss ich gar nicht vorlesen. Könnt ihr pausieren, wenn euch interessiert, was da stand. Oh, ein pilziger Freund. Und das waren keine Freunde. Der da garantiert auch nicht im ersten Teil. Sieht aber schon mal gigantisch aus hier. Wow, gibt es gute Wallpaper hier raus. Das ist ja grafisch so ein Vorsprung im Vergleich zum Vorgänger. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Seht euch die Landschaften an. Mir läuft die Zeit davon, Elisabeth. Warum das, Aloy? Was ist das los? Das Land stirbt. Oder nicht gut. Ich dachte, wir haben es gerettet. Oh, die schaut Menschen aber belämmert. Leiden. Sie werden verhungern. Warum? Sieht doch so schön grün aus hier alles. Bis auf das rote Zeug. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Mensch, immer doof, wenn das passiert. Nur ich kann es reparieren. Warum? Nur ich habe deinen genetischen Code. Mein? Bald gibt es kein Zurück mehr Ach, für uns. Nein, Elisabeth. Nein, der pilzige Freund. Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Ja. Liegt bestimmt in irgendeinem Felsen vergraben, was? Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Na, scheiße. Alter, wie episch das aussieht. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Meine Träume sind in der Regel was anderes. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Hi, Elisabeth. Du wartest auf mich. Obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Ja, das ist, dann wird sie wohl nicht warten. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Eigentlich ein ganz cooler Traum. Nur ganz kurz bin ich vollständig. Ach, ist das schön. Auch wenn es nur ein Traum ist. Aber seht nie an. Okay, das ist wieder fies da im Hintergrund. Das ist irre fies, dass sie jetzt einfach so dahin blättert. Nein. Lad mich erstmal auf einen Kaffee ein. Was will die Ranke denn sofort von meinem Bein? Alter, seht euch mal an, wie das aussieht. Das ist bombastisch. Ich hoffe, YouTube komprimiert das nicht so arg. Heiliger, ist das Unreal Engine 5 schon? Selten so eine gute Grafik gesehen. Ich hoffe, das ist nicht nur in den Cutscenes Diese so. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Ja, das kriegen wir hin. Haben wir beim ersten Mal ja auch geschafft. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur. Meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Was ist Plan B? Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Na gut. Müssen wir es wohl einhalten. Wir haben es ja schließlich versprochen. Hey, den kämmer doch. Er hat sich aber verändert. Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. In Fleisch und Blut. Ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Mal für eine Party zu haben. Aloy, also, stell die nicht so an. Was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast.
Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Das ist ein guter Begriff dafür. Tatsächlich, aber ich sollte... Oh, Schauwahl. Ich hab dich so lange verfolgt. Es ist okay. Das nennt man Stalking. Was du getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Oh, das ist nett. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Das geht's wie Kaugummi unterm Tisch, aber das ist auch keine schlechte Metapher. Habe ich eigentlich meine Premium-Ausrüstung vom ersten Teil noch? Ich hatte echt gutes Zeug. Sehen können, was ich sehe. Ein Gitarrenclip. Fokus. Ah, das macht mehr Sinn. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Dein Browserverlauf und sowas. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Private Facility. Ich glaube nicht, dass irgendwer hier lesen kann. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Na gut, dann wollen wir mal das Backup holen und dann ist das Spiel vorbei. Aber sehr kurz, wenn es nur in den Ruinen vor uns liegt. Oh, diese Grafik. Bin sonst nicht so anfällig dafür, aber das ist richtig, auch von der Beleuchtung, richtig gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Ich bin schwer beeindruckt. Ich bin schwer und ich bin beeindruckt. Das Gras sieht oder Moos sieht ein bisschen unrealistisch aus, bisschen zu voll, aber es muss nicht realistisch aussehen. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Nein. Gut. Fangen wir an. Wieso muss ich jetzt Heilkräuter sammeln? Rezept entdeckt. Schnellreise-Baguette. Farbe freigeschalten. Schwarzzeit. Mit dem Fokus kannst du die sehen, also die Schwarzzeit. Fokusimpuls. Ist er da. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Ich hoffe ich doch. Loot, loot, loot. Loot tut gut. Ich muss die Beeren jetzt fressen. Oh, bitter? Ja. Das sieht doch aus wie Heidelbeeren. Okay, wir sollten weitergehen. Das klingt gut. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Achso, ich muss jetzt selbst erkunden. Sie ist überall. Ja. Dann untersuchen wir die Plage mal. Etwas von der Plage. Schält sich ab. Die tote Haut. Breitet sie sich so aus? Das ist eine hervorragende Frage. Ich hab doch keine Ahnung. Sag du es mir. Diese Ruin. Da müssen wir hin. So weit. Wo ist mein Reittier? Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Gut, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Liegt hier mehr Loot? Mach doch mal das schöne Bündel da auf. Also, das ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Nein, eigentlich nicht. Es ist wie ein Mensch, nur eine Maschine. Ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Ist kompliziert. Könnte man nicht so einfach nachprogrammieren. Das Atmen fällt dir schwer. Das Atmen fällt mir schwer. Es liebt jemand, doch. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Nein, meine Ausrüstung. Mist. Was kann ich untersuchen? Kann ich was untersuchen? Da ist doch was drin. Können wir tauchen? Ja. Aloy, stell dich nicht an, ich brauche das. Alles nehmen. Keine Ahnung, was war, aber wird gutes Zeug gewesen sein. Altes Klangspiel. Das will ich hoffen. So, dann gehen wir doch mal hier rum. Ich kann nochmal die Plage untersuchen. Warum? Hallo? Hier kam doch gerade der Trigger. Da. Oh je, oh je.
Die roten Wurzeln sind schuld. Das sehe ich sofort. Die Plage befällt alle Pflanzen und verändert sie. Ja. Wenn sie sich weiter ausbreitet, wächst hier bald nichts mehr. Wir müssen was dagegen tun. Na gut, ich gebe mein Bestes. Habt ihr schon mal versucht, drauf zu pinkeln? Das abzuernten? Nicht einfach wachsen zu lassen, zu verbrennen? Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Ach, das machen die immer. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Ja, Geronimo! Nein, da ist was Cooles. Was seid ihr für Fische? Heilende Wasserpflanzen. Ich hoffe, ihr schmeckt besser als die Blaubeeren vom Fluss. Nein, du schwimmst zwar wie ein Fisch, aber schwimm oben. Boah. Passt schon irgendwie. Ah, da wäre eine Treppe gewesen. Das sollte ich mir ansehen. Untersuchen. Ja, komm schon, Trigger. So, jetzt. Das Ding ist tot. Wer sonst sollte herkommen? Sie ist noch warm. Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Das könnte Ärger geben davon. Da stecken doch genügend drin. Können wir die nicht nehmen? Ah, da sehe ich doch rein Holz. Das Holz ist hier so rein. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Ja, ich habe vergessen, wie das geht. F. Jägerbogen. Nee, rechts gedrückt halten. 20 Pfeile, wunderbar. Pfeile sind bereit. Supi. Haben wir hier oben irgendwas Lootbares? Vielleicht. Die Antwort ist vielleicht. Loot, Loot, Loot. Komm schon, vielleicht hinterm Wasserfall. Direkt das Gaia-Backup. Nein. Sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir mal nach unten. Ich finde, die Dialoge sind gerade ein bisschen zu leise eingestellt. Ich versuche das natürlich beim Post-Processing richtig zu machen. Es kann aber sein, dass ich hier mal sage, ja, jetzt geh mal ins Menü und ich stelle das nach oben. Aber ich komme nicht dran. Doppelsprung. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Was für ein Schloss? Achso, auch das fette rote Ding. Nach dir. Ich dachte, wir wollen gerade auf einen Pfeil in der Mauer steigen und dann irgendwie so... der Pfeil wäre gebrochen, da in meiner Theorie. Sagt man es einfach so. Bei der Göttin. Was war das hier? Ist das ein Auto? Weiß ich nicht. Das ist doch ein Auto. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Lass mich doch untersuchen. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Ja, und so süße Tiere auch noch dazu. Verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Oh je. Also. Ruft mal den ADAC an. Das lass mal abschleppen. Nachdem ich aus Meridian weg bin. Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hast. Dass die Autos, okay, sind ja nur 1000 Jahre. Können ja, keine Ahnung. Oh, ein Sprinterfahrer. Vielleicht ist er noch drin. Ich sehe nur Buschwerk. Vielleicht ist hinten noch eine Ladung Amazon-Päckchen drin. Hier runter. Ja, wir gehen mal kurz, ganz kurz, ganz kurz. Audio. Untertitel sind da, Audio-Mix Standard, dann machen wir es doch einfach so. So, so. Vielleicht Effekte 70, Gesamtlautstärke. Dann ist Dialoglautstärke ganz hoch. Ist vielleicht dann angenehmer, ich weiß es nicht. Kommt mir sehr leise im Moment vor. Ein Wächter, der aufmüpfig ist. Bewerft ihn mit Harry Potter Büchern. Das hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Doch kein Wächter, das ist ja... Oh, das ist ein cooles Teil. Haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Töten. Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine. Töten. Vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Und X tut die Bauteile. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Okay. Ja. Okay, konzentrieren.
Kann ich es rufen? Ich kann die Zeit schon verlangsamen. Na, praktisch. Gut, 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 gut. Schau her. Schau her. Schön ins Gesicht schauen. Ja. Und auf nimmer Wiedersehen. Nehme ich mit. Da kommt noch einer. Das ist ein Gräber. Wo kommt noch einer? Mit C ducke ich mich, das ist praktisch. Ein Glück sieht er den nicht. Putsch, putsch, putsch. Ähä. Ein Tarnkill war das sogar. Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Ganz schön viele Autowracks hier. Wundert mich, dass sie nicht früher überwuchert sind. Über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Mhm. Wach auf, um dich zu finden. Geschafft. Bitte erzähle weiter. Ein bisschen lauter, wenn es geht. Bist du eigentlich? Die Maschine wurde auch erschossen. Komm mal hoch, Kollege. Was? Welche Maschine wurde erschossen? Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, bin reingefallen. Ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. So, her mit euch Feinden. Wer hat die Pfeile geschossen? Mensch, sieht das auch in-game richtig geil aus. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Es gibt keine Göttin. Hierdurch. Zumindest nicht in dem Sinne hier. Willkommen in der Farsinus Startanlage. Dankeschön. Ihr auch herzlich willkommen. Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Sieht ein bisschen aus wie Mark Zuckerberg. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden? Schimmert auch so wie er. Identiscan wird durchgeführt. Dankeschön. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Was? Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Jo, was haben wir hier? Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Ja. Mich mag es wohl auch nicht. Das wundert mich nicht. Du bist ja auch kein Klon. So, und das sieht gut aus. Drauf, nee, nicht drauf schießen. Hui, rein damit. Oh, ich habe ja noch meinen Speer. Das freut mich sehr. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wieso brennt's hier noch? Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Ja. Und wo sind sie jetzt? Weiß ich doch nicht. Beim Backup? Das stinkt hier so. Das bin ich. Ich habe lange nicht geduscht. Zerstört. Das sieht giftig aus. Sie müssen gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ja. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Ja, sieh dir den Spalt ganz genau an. Das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Du willst das vielleicht bewegen? Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Dann Hebel. Hey Leute, hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Was ist denn das? Ein Eispickel? Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Kriegen wir Enterhaken. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Oh nein, nur eine Seilwinde. Ich dachte, ich kann mich jetzt schön in die Luft seilen. Und Sachen zum wie ein Actionfilm. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Nur nicht den Fokus verlieren. Armer Kerl.
Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Ja, das ist unangenehm. Könnt ihr mir glauben? So, was machst du denn da? Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Ja, wer weiß das? Übung macht den Meister. Komm, geh drauf. Immer noch nicht draufgegangen. Jetzt draufgegangen. Habe ich ein Schild? Konnte ich hiermit interagieren? Da war doch gerade ein Trigger eingeblendet. Na gut, ist egal. Nein, schade, dass Fässer hier bestehen bleiben. Da drüben. Im Moment vielleicht nicht. Ah, da hinten ist noch was. Da hinten ist doch noch was. Da habe ich doch vorhin reingeschaut. Zumindest habe ich das kritisch beäugt, ob ich das looten kann. Maschinenkabel stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Dann wollen wir die Sache mal MacGyvern. Wo muss ich hin? Wo soll ich es einhaken? Okay, Wahl, hilf mir. Ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Ja, das hoffe ich, dass ich die benutzen kann. Zugwerfer, eine verbesserte Version des Prototyp-Werkzeugs eines Stöberers, das sich an Objekten festsetzt und sie herbeiziehen kann, ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Also vielleicht haben wir doch sowas wie einen Enterhaken. Herstellen abgeschlossen. Wunderbar. Ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Wie? Der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Bestätige ich voll und ganz. Aha. Halte zum Einsetzen des Zugwerfers Ding gedrückt und E. So. Oh, bin ich stark. Wie? Das sind starke Metall- und Steinteile. Muss ich das nochmal machen? Boah, hab ich Muckis. Wow! Das ging besser, als ich dachte. Und damit kann ich mich nicht hochziehen. Komm schon. Komm schon. Aloy will hoch hinaus. Spider-Man trifft Horizon. Forbidden West. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Ja, hier sind doch erstmal diese glowing Dinge. Eine Konsole. Versuch's mal mit Sudo. Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Wow. Sieht ganz okay Sie, aus. Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Oh je. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Das wirkt auch wie ein Arschloch. Das ist ja nur die Social Media, was Bitch. Was in diesem Auditorium ist? Mehr langweilige Vorlesung. Wenn ich mich korrekt erinnere, wie es bei mir war. Ich sollte scannen. Ich scanne doch die ganze Zeit. Oh, komm schon. Enterhaken. Anscheinend kein Enterhaken. Ich sollte das Fokus-Display öffnen. Wir werden es sehen. So. Ach, das ist Wahl. Vielleicht komme ich da hoch. Das habe ich doch schon angestarrt. Ach, jetzt geht's. Ich glaube, ich mach was falsch. Springe und tippe Leertaste. Oh. Muss ich dabei rechts und E auch noch drücken? Ein bisschen zu viel des Guten. Willst du mich verarschen? Das kann doch... Ich kann nicht so viele Tasten gleichzeitig drücken. Das funktioniert nicht.
Du kannst bestimmte Punkte in der Welt per Greifwurf erreichen. Springe und tippe Leertaste an, um dich... Springe und tippe Leertaste. Ah, nochmal. Wow. Nach dem Springen nochmal irgendwie tippen. Schade, dass so. Einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Kann ich dir nicht einfach eine Räuberleiter hier machen? Anscheinend nicht. Guck mal, da gibt's so geile Äste, da könnte man drin hochkraxeln. So, das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Hui. C, um mich fallen zu lassen. Alles wie gehabt, alles wie gewohnt. Und hui. Wäre mal beinahe draufgegangen. Das wäre dann nicht okay, gut. Ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Praktisch, dass es hier eine Leiter gibt. Bitte sehr, Wahl. Danke. Gern geschehen. Habt ja sonst nichts zu tun hier. Bist mir irgendwie gerade nur eine Krücke am Bein. Ah, ich mag dich. Warst im ersten Teil auch schon so cool. Ja, sieht cool aus. Ist das unsere Galaxis? Oder sind das Glühwürmchen? Menschen, Homo sapiens. Wir. Ja. Wir haben die Grenzen immer getestet. Als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Ja, und euch selbst und ausgelöscht. Und jetzt nach Spar-Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far-Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. In meinem Bett. Obwohl, da war ich. Das Sirius-System. Are you Sirius? Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Oh, das ist praktisch. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist... Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Ah, Mist. Jedes Mal in so einem Fall. Wenn man gerade was über das Universum erfahren will. Also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Das ist scheiße. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Tja, alle anderen sind auch gestorben, also. Was willst du machen? War ein Versuch wert. Gab Elizabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Wäre sinnvoll gewesen. Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Natürlich. Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl Zeit für ein kleines Fazit. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel. Die Grafik ist eine der besten, die ich je gesehen habe. Und das Gameplay fühlt sich an wie beim Vorgänger. Wer also Zero Dawn gemocht hat, wird wahrscheinlich auch hierbei sehr zufrieden sein. Die Story kann ich noch nicht wirklich beurteilen, wirkt für mich aber auch als Teil der Fortsetzung generell interessanter als beim ersten Teil. Und im Vorgänger fand ich ein bisschen schade, die ganzen Upgrade-, Loot- und Händlermechaniken, die haben sich für mich sehr dürftig angefühlt und ich hoffe einfach, dass sie hier nachgebessert haben. Das konnten wir bis jetzt natürlich noch nicht wirklich sehen, außer die Loot-Mechanik, die scheint im Grunde ziemlich ähnlich zu sein, aber hoffentlich gibt es dann noch ein bisschen mehr Tiefe, viel mehr nützliche Gegenstände zum Aufheben und nicht, dass es nur rausläuft, dass es wieder nur Metallscherben ist und halt Roboterteile zum Craften von Sachen, die man eh im Inventar braucht. Irgendwie seltene Sachen, keine Ahnung. Ich mag Loot und ich mag, wenn Loot schön divers ist und auch mal legendäre Items irgendwo liegen, dann lohnt sich das ganze Looten für mich ein bisschen mehr. Genau, das waren so meine 5 Cent dazu. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen
und bis zum nächsten Mal.